Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück bei unseren Briten, zurück bei unserem Kampf gegen Japan, in dem wir Fortschritte machen. Wir haben nicht nur Britisch-Malaya zurückerobert, sondern auch inzwischen Taiwan erobert. Und jetzt geht es gegen Okinawa und ja, vermutlich auch gegen hier Nagasaki. Ja, da werden wir gleich die Invasion entsprechend planen. Wir müssen einiges jetzt umdisponieren. Aber soweit sind wir noch nicht, denn wir haben jetzt die Ehre, dass wir erstmals ein neues Schlachtschiff designen können. Und das machen wir jetzt auch. Und ja, jetzt sehen wir natürlich nur das Beste vom Besten. Die Schlachtkreuzerpanzerung 3, Schlachtschiffpanzerung. Was gibt es denn hier alles? Okay, das ist, glaube ich, die noch fettere. Ich gucke mal ganz kurz. Wo sehen wir das? Panzerung 33, 44. Das ist die ganz fette. Okay, also wenn, dann wollen wir jetzt hier so richtig das Maximale rausholen. So, dann nehmen wir natürlich den schweren Motor 3. Dann hier auch alles vom Feinsten. Ganz klar. Die beste Flugabwehr. Hier wollen wir natürlich auch die beste schwere Batterie. Hier genauso. Da gäbe es natürlich irgendwann noch mal bessere, aber es ist egal. Wir machen das jetzt so. Und hier auch schwere Batterie. Also wenn, boah, hier ist ja noch viel mehr möglich. Leute, ist ja Wahnsinn. Noch eine Flak. Ja, komm, wir nehmen noch eine Flak. Weil die Flugzeuge gehen wohl immer zuerst auf die schweren Schiffe. Insofern ganz gut, wenn wir uns hier sehr schön verteidigen können. Okay, was für ein Hammerschiff. 18.000 kostet das. Ich bezweifle, dass das fertig ist, bis der Krieg zu Ende ist. Aber das ist egal. Das ist jetzt ein Prestigeprojekt, das wir durchziehen. Und wir nennen das die Queen Victoria Class. Okay, wunderbar. Und dann werden wir es natürlich jetzt auch irgendwie in Bau bringen, ne? Das sind hier Umbaumaßnahmen, die, glaube ich, hier noch laufen. Hier sollte jetzt 5 Werften bekommen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Konvois, ist das noch ein Thema? Ja, es sind jetzt diverse Konvois benötigt für Truppentransporte, für Handel und so weiter. Ja, ich bin ein bisschen am Überlegen. Der Flugzeugträger Rumpf wird März 45 fertig. Wir können auch hier ein bisschen was wegnehmen. Warte mal, dann machen wir es so. Die ziehen wir mal hoch. Dann machen wir davon nur einen. Und wenn der dann durch ist, dann kriegt der hier die 5 Werften und dann geht es hier los. Oder wir machen es jetzt schon. Ja. So ist doch in Ordnung. Dann ziehen wir hier noch was ab. Okay, so ungefähr. Gut. Ja, und wie lange dauert das? Gucken wir mal, wie lange dauert das? Bis zum 9. Juni 46. Egal. Wir haben es in Auftrag gegeben, es läuft. Vermutlich fehlt es uns jetzt gravierend an Stahl. Da müssen wir also nochmal nachhaken. Oh Gott, ist das teuer, was Stahl betrifft. Das ist ja der Hammer. Wir können aber hier ein bisschen reduzieren, glaube ich, beim Aluminium. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. 16 zu viel. Das ist jetzt ziemlich knapp, ne? Naja. Gut, also wir müssen Stahl importieren. Wer kann uns Stahl liefern? Schweden. Schweden finde ich angenehm. Wir bekommen von denen schon Stahl? Ah ne, das ist schon. Okay, das so ist es eingestellt, ne? Genau, wir kriegen dadurch 40. Ja, perfekt. Okay, alles klar. So. Das ignorieren wir. So, jetzt haben wir das erstmal vorbereitet. Jetzt kümmern wir uns um die Flotte. Also, wie wollen wir die Flotte jetzt disponieren? Ist das noch aktuell? Nein. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine Flotte, die einfach so ein bisschen die Kontrolle über das südchinesische Meer behält. Hier ist eigentlich kein Gegner mehr, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand noch aktiv ist. Ich tendiere dazu, tatsächlich unsere gesamte Flotte jetzt hier nach Taiwan bzw. Hongkong zu bringen. Ja, wir machen das so. Die Malta Fleet, die bekommt erstmal noch wieder die normale Aufgabe.
Also eine von denen, welche ist die schwächste? Das ist die Singapore Fleet. Ich würde mal sagen, der Rest, der kommt hier rüber. So. Ebenso die Malta Fleet, nur die Singapore Fleet. Und ja, sagen wir mal zwei Patrouillenflotten. Die werden jetzt ironischerweise in Hongkong stationiert. So. Und die kriegen den Job, das südchinesische Meer zu kontrollieren. Ich lasse das jetzt komplett frei. Ich glaube, der Gegner ist dort nicht mehr aktiv. Würde ich mal behaupten. So, die machen weiter hier ihre Aktionen. Genau, Strike Force und Patrouille. So weit, so gut. Die andere Flotte, die kommt. Und irgendjemand hatte mir gesagt, wie ich die insgesamt alle markieren kann. Gab es hier was? Nee, dann machen wir das mal auf händische Art und Weise. Habe ich schon wieder vergessen, wie das ging. Die wird jetzt hier stationiert. So, alles klar. Und deren Einsatzgebiet ist nicht mehr, ist jetzt das Ostchinesische Meer, nicht mehr das Südchinesische Meer. So, und was macht ihr dort in dem Einsatzgebiet? Genau, Patrouille und Strike Force, das ist absolut korrekt. Ja, wunderbar. Hier ist unser Operationsgebiet. Und das gleiche gilt dann jetzt auch für die U-Boote. Die werden ebenfalls hier stationiert. Ah, jetzt habe ich das, glaube ich, nicht korrekt gemacht. Hier bitte hin. Ich sehe keinen Bewegungsbefehl. Das nehmen wir wieder raus. Genau, und auch ihr operiert jetzt dort. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich sie hier auch stationiert habe. Na, ja, jetzt. Alles klar. Gut. So, das war denn das. Dann geht es jetzt um die Flugzeuge. Hier haben wir alle Möglichkeiten der Stationierung. Die beiden werden jetzt hier hingebracht. Und werden jetzt hier agieren. Kriegen dort auch den Effizienzboost. Wer ist hier noch aktiv? Was ist das für ein Flugzeug? Wer hat hier noch Einsatz? Das sind auch noch Marinebomber. Ach so, ja, das sind die 200 Veralteten, die wir da noch. Ah ja, okay, alles klar. Die werden hier auch hinfliegen und auch hier ihren Einsatz machen. Sehr gut. Und der Rest, der hier stationiert ist, den werden wir später nachziehen. Das wird jetzt im Moment erstmal noch keine Rolle spielen. Gut, damit haben wir diese Veränderungen gemacht. Ich guck mal hier. Hier ist nichts Neues. Gut, alles klar, soweit. So. Warum ist hier jetzt nur eine Marine angekommen und nicht zwei? Haben wir einen irgendwie unterwegs verloren? Doch, irgendwie. Wir hatten da ja mal Konvois verloren. Ist da irgendwas verlustig gegangen? Sind uns die Marines und gab es hier einen gravierenden Unfall, den ich nicht bemerkt habe? Oh mein Gott, das wäre wirklich tragisch. Okay, das ist doof. Also wenn das wahr ist, ist das doof. Gut. Wir werden, glaube ich, diese hier nehmen und hier eine neue Seeinvasion planen. Und zwar von hier nach Nagasaki. Und hier hin. Und hier brauchen wir jetzt weitere. Tja, da haben wir nur noch eine Marines übrig. Da würde ich, glaube ich, gleich nochmal welche in Auftrag geben. Aber hier gesellen wir natürlich mehr dazu. Und zwar noch Panzerdivisionen, diese beiden. Und jetzt noch sieben andere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Perfekt. So, die gehören jetzt dazu. Und ihr plant jetzt bitte eine neue Invasion. Das kann ruhig von Hongkong geschehen. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir können das aber auch von dort machen. Ist eigentlich Banane, die bewegen sich automatisch dorthin, wie ich ja jetzt gelernt habe. Also Seeinvasion bitte hier starten. Und dorthin. Ja. Alles klar. So weit, so gut. Jetzt müsste der Rest seinen Gang gehen, wenn ich das richtig sehe. Außer, dass wir jetzt, wie ich finde, nochmal eine Marines-Einheit ausbilden sollten. Und zwar eine einzige, bitte.
glaube, mehr Spezialeinheiten können wir im Moment auch nicht haben. So, die Japaner, sehe ich das gerade richtig? Ne, was machen die hier? Die sind dort in Japan. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt hier noch auf japanische Schiffe treffen werden. Ich meine, dass die Division jetzt hier in Japan so massiv haben, ist irgendwie nicht so schlau, würde ich mal behaupten. Ja, es kommt hier tatsächlich zu weiteren Gefechten, allerdings nur mit Convoys. Das ist erfreulich. Und wir sehen, hier sind allerdings auch japanische Divisionen. Also das wird jetzt hier kein reiner Spaziergang. Es gibt Gegenwehr. So, die sind hier auf dem Weg zum Ausgangspunkt. Das läuft also. So, und es ist die Möglichkeit, dass wir wieder 150 einsetzen. Und ich denke, ich würde gerne hier vielleicht was machen bei der Luftwaffe. Unfallrisiko finde ich ganz gut. Das spart uns deutlich Maschinen. Das ist immer noch so ein bisschen unsere Schwäche. Oh, ich sehe zum ersten Mal, dass wir hier mit einem Tooltip sehen können, was wir hier errungen haben für Siege. Oh mein Gott. Da ist es ja dann deutlich einfacher, das wegzumachen. Oh, ist ja super. Alles klar. Und ich sehe, unsere Konvois werden aber auch immer geringer. Das hängt aber jetzt mit den Invasionsplänen zusammen. Ja, da müssen wir nicht nervös werden. So, hier ist alles soweit in Ordnung, glaube ich. Ja, dann konzentrieren wir uns jetzt auf diese anstehenden Aktionen. Bauwesen ist abgeschlossen, sehr schön. Damit sind wir hier durch. Das ist in Planung. Umbau benötigen wir nicht. Das läuft auch. Das können wir abhaken. Oh, wartet. Hier können wir auch noch wieder ein bisschen was machen. Entschlüsselung. Und ein besseres Radar ist natürlich auch super wichtig. Das haben wir lange nicht erforscht. Sehr schön. Ach so, was ich immer wieder vergessen habe, was ich euch zeigen wollte, wie der Kriegsstand hier in Europa ist, das will ich jetzt nochmal tun. Also die Sowjetunion rückt langsam aber sicher gegen Finnland vor und sie können auch hier die restpolnischen Gebiete auf der Krim immer weiter zurückdrängen. Aber sie haben ihre Mühe und Not, muss man einfach mal so sagen, was jetzt erfreulich ist. Außerdem gibt es hier Kämpfe gegen China, wo sie aber auch nur sehr, sehr langsam. Wobei, ich glaube, das haben sie hier schon mal alles erobert, ne? Hier gibt es noch irgendwelche Reste. Was fliegt denn da für ein Flugzeug? Aha. Welche strategischen Bomber, so wie es aussieht. Gut, wie viele Tage müssen wir warten? 8 von 35, ja. Insofern, wenn jetzt nichts Besonderes passiert, werden wir tatsächlich hier das noch erleben. Jetzt sehen wir im Tooltip immer, was hier gelungen ist. 2. Was heißt eigentlich 35-0 in diesem Fall? Das muss ich mir jetzt doch nochmal angucken. Ach so, dass 35 im Einsatz waren. Ah, okay, aber uns wird nicht angezeigt, was der Gegner für Verluste hat. Und das ist ja eigentlich das Interessante, ehrlich gesagt. Cool wäre, wenn man hier raufklickt, wenn das Fenster geöffnet werden würde. Aber das passiert leider nicht. Gut, auf jeden Fall keine japanische Flotte mehr da. Insofern brauchen wir auch keine großen Sorgen haben, dass da irgendwas passiert. Und wenn, unsere Flotte ist ja präsent. Was war da irgendwas an der norwegischen Küste, habe ich gerade gesehen? Was? Warte mal, wer ist denn da noch aktiv? Gab es aber kein Gefecht. Hm, vielleicht kommt hier noch ein Nachschub nach Finnland. Das könnte gut sein. Das könnte gut möglich sein. So, also in etwa 20 Tage. Ende Januar ist es soweit. Es gibt Nachschubprobleme hier. Aber wisst ihr was? Wir können das Problem lösen, indem wir einfach hier ins Hinterland uns ein bisschen bewegen. Dann sollte das nicht mehr auftauchen. Gut, gegnerische Konvois versenken wir jetzt ohne Ende. Problemlos. Da wir eh nichts anderes zu tun haben, können wir uns das auch immer nochmal angucken. Ab und an verlieren wir auch noch ein Flugzeug. Ist das immer dasselbe? Ja, ich ente es nicht gleich okay, habe ich gerade festgestellt. Auch ungewöhnlich. So, Flugzeuge in der Reserve verfügbar. Wird uns jetzt angezeigt, dass wir da einiges haben. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Und zwar, wir sollten
eine Transporterstaffel mal etablieren, damit wir diese Aktion mit den Fallschirmjägern dann irgendwann mal machen können. Habe ich das schon gemacht? Transportflugzeug, nein, 30 können wir hier zum Einsatz bringen. Okay. Wo stehen die jetzt? Wo habe ich die jetzt platziert? Jagdflugzeug, Marinebomber, Marinebomber. Habe ich die jetzt einfach in London platziert? Es kann sein. Das ist natürlich idiotisch. Jetzt müssen wir den ganzen langen Weg dorthin fliegen. Habe ich das wirklich getan? Ja, habe ich. Gut, wir machen mal 50 draus als Limit. Und dann bringen wir die Bomber schon mal hier hin. Da müssen sie jetzt einen sehr langen Weg fliegen. Warte mal, wohin? Hier hin. Okay. Ich hoffe, sie kriegen das auch hin, oder? Ich sehe gar keine Verbindung. Hoffen wir mal, dass das klappt. Gut, so. Noch 15 Tage. Dann startet die Aktion. Das Ganze wird dann natürlich auch begleitet, das darf ich nicht vergessen, von einer Flotte mit möglichst viel Schlachtschiff und großen Schiffen. Ah, die Home Fleet sieht inzwischen auch schon wieder besser aus. Tja, welche nehmen wir denn da? China Fleet? Ne, ich glaube, wir nehmen wieder die Malta Fleet. Die hat das gut gemacht. Flotteninvasionsunterstützung. Neuer Befehl. Verbesserte schwere Batterie ist gekommen. Sehr schön. Ja, können wir natürlich, dann hätten wir natürlich noch einbauen können ins Schlachtschiff, aber das ist jetzt auch nicht mehr so entscheidend. Man kann immer noch was Besseres finden. Aber ich will hier. Wobei, ist jetzt vielleicht der Moment gekommen, dass wir mal wieder hier weitermachen? Oh ja, es gäbe schon deutlich bessere Panzer. Aber vielleicht machen wir sogar mal hier weiter bei Pioniere und sowas alles. Genau, da haben wir einiges nachzuholen. Das wird uns jetzt auch helfen. So, noch 10 Tage. Dann geht's los. Ich bin gespannt, was für ein Widerstand hier zu erwarten ist. Und natürlich vor allem hier, weil das ist jetzt schon relevant. Wir haben noch mehr Flugzeuge von Interesse in Reserve. Aber die Flugzeuge werden uns jetzt eh im Moment nicht helfen. Wir müssen erst hier einen Flughafen erobern, ehe die dann wirklich in diesen Kämpfen unterstützen können. Bis dahin können wir das auch mal ignorieren. So, hier kommt es tatsächlich noch zum Seegefecht. Aber eigentlich nur mit Konvois, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und wir sind 6 Tage vor dem Start der ganzen Aktion. Ab und an tauchen dort auch Divisionshinweise auf. Noch 4 Tage, noch 3 Tage. Es wird doch nicht Ende Januar, sondern eher Anfang Februar hier der Fall sein. Ja, noch 2 Tage, dann geht es los. Sag mal, die Marines sind nicht wieder aufgetaucht, ne? Tragisch, haben wir echt welche verloren? Irgendwo zwischendurch hatten wir mal Konvois verloren, da muss es passiert sein. So, es geht los. Es geht los. Und das schauen wir uns natürlich mit großer Spannung an. Sie könnten natürlich jetzt mit Flugzeugen hier ein bisschen was zerlegen. Aber im Moment haben wir, also wir haben schon Ewigkeiten keine japanischen Flugzeuge hier mehr so richtig gesehen. Aber Marinebomber werden sie noch haben, ne? So, hier findet jetzt die Landung statt. Wir haben erstmal verteilte Industrie hier erforscht. Das ist gut. Erhöht jetzt schön nochmal unsere Produktion. Und warte mal, das ist Umbaugeschwindigkeit, das brauchen wir nicht. Ressourcenproduktion ist eigentlich, haben wir immer ignoriert. Ignorieren wir jetzt weiter. Hier seid ihr am Forschen. Ich will jetzt mal gerne die Entschlüsselung hier weiter vorantreiben. Ich würde gerne mehr sehen. Südafrika gibt uns ein bisschen Artillerie. Hier vermutlich ebenfalls. Wir haben hier noch eine neue
Division, die wir ins Training schicken. Hier gibt es wieder Fallschirmjäger, die jetzt eigentlich schon in den Einsatz können. Aber erstmal dorthin wieder müssen. Gut, und jetzt zurück hier zum eigentlichen Geschehen. Denn die Landung müsste hier kurz bevorstehen. Kein Gegner in Sicht. Okay, wir sind... Hier waren aber Divisionen. Hier waren mit Sicherheit Divisionen. Gut, es ist wie es ist. Dann holen wir uns noch das und dann ist das auch erfolgreich gelaufen. Und dann sind wir hier kurz vor Nagasaki, wenn ich das richtig sehe. Tatsächlich. Und auch dort erwartet uns, wie es aussieht, kein Widerstand. So. Das Ganze löschen wir. Und dann werden wir so schnell es geht hier voranrücken. Und vor allem werden wir so schnell es geht eigentlich die jetzt hier zurückholen. Und von dort eigentlich hier direkt Verstärkung hinbringen, oder? Und zum Beispiel diese 7 Divisionen, die können direkt auch dort mit anlanden. Denn wir haben ja jetzt einen Brückenkopf geschaffen. So, freie Militärfabriken, freie Zivilfabriken. Oha, alles klar. Wisst ihr was, das machen wir das nächste Mal. Wir werden jetzt einfach mal hier so schnell es geht ins feindliche Gebiet vordringen. Um die Gelegenheit so gut es geht auszunutzen. Ja, das können alles die Panzer nehmen. Ich erwarte hier ehrlich gesagt keinen großen Widerstand. Vielleicht können wir hier direkt schon bis Hiroshima vordringen. Ja, hier ist sogar ein Flugfeld. Perfekt. So, also, es ist nicht unmöglich, dass die Japaner hier einfach gar nichts haben. Finnland kapituliert, okay. Damit ist das auch zu Ende. Damit ist das auch zu Ende. Alles klar. Es gibt hier noch vereinzelte Widerstandsnester, aber damit ist das Kapitel beendet und das heißt, die Sowjetunion kann sich komplett auf den Kampf gegen China und das japanische Shogunat dort vorbereiten. Ja, von dort droht jetzt erstmal nichts. Wir machen hier einen kleinen Schlenker, marschieren hier einfach mit rüber. Hier reicht völlig eine Panzerdivision, die da hinten alles erobert. Ja, dann würde ich sagen, Marschbefehl, ne? Beziehungsweise ihr könnt auch hier fahren. Bin mal gespannt, ob hier irgendwas jetzt... Ich meine, sie könnten natürlich jetzt... Ja, könnten sie das? Sie könnten natürlich mit Schiffen, die sie vielleicht nicht mehr haben... Ah, hier gab es doch noch Armeen. Können sie natürlich jetzt hier anlanden von der Seite. Dann würde sich jetzt hier wieder eine ganz neue Front entwickeln. Das ist denkbar. Aber ob das passiert... So, warte mal. Wir werden jetzt hier erstmal der Reihe nach alle Provinzen ganz einfach abfahren. Ihr habt hier den Bewegungsbefehl. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt... Ja. Und wir fahren hier einfach an der Küste lang. Und ihr marschiert an der anderen Seite lang. Und dann wollen wir mal sehen, wie schnell wir jetzt sind. Wie weit wir kommen. Okay, es gibt Gegenwehr. Alles klar. Den Angriff können wir jetzt abblasen. So einfach geht es doch nicht. Aber wir werden natürlich das Maximale jetzt versuchen, hier noch auszunutzen. Aber hier kommen wir nicht drüber. Das ist schon mal sicher. Das heißt, wir können hier mit strategischer Verlegung auf jeden Fall hier was hinlegen. Ihr geht mal hier rüber und fahrt dann auch nochmal hier rein. Hier ist überall kein Gebirge. Eine bleibt mal stehen. Das reicht, glaube ich. Nein, bitte hier lang. So, mal gucken, wo dann noch irgendein Widerstand kommt. Also vielleicht bis Osaka
Kommen wir nicht ganz. Hier werden wir angegriffen. Okay. Dann holt ihr euch hier die Mitte nochmal. Ihr bleibt hier zur Verteidigung, während du bis hinten einfach mal durchfährst. Das ist ja alles hier kein Gebirge. Was erfreulich ist. Sehr schön. Okay. Gut, Osaka ist in unserer Hand. Hervorragend. Ihr zieht hier mit durch. Das müsste eigentlich von einer Division hier verteidigt werden. Ja. Alles klar. Verstärkung kommt dort. Ja, liebe Leute. Die Japaner haben wenig hier, um ihr Heimatterritorium zu schützen. Was jetzt nötig wäre, wäre jetzt nochmal eine komplette Umdisponierung aller Kräfte, damit wir uns jetzt hier voll darauf konzentrieren können, das japanische Heimatland zu erobern. Wir sehen, es ist das, was wir erobert haben, hat schon einiges dazu beigetragen, dass wir hier Siegpunkte erobern, und möglicherweise steht auch Japan kurz vor der Kapitulation, wenn es so weitergeht. Insofern wird das Thema der nächsten Staffel sein, und mit ein bisschen Glück beginnen dann die Friedensverhandlungen, und das ist ja ein Lieblingsthema vieler Zuschauer. Da könnt ihr gerne mal eure Gedanken zu in die Kommentare schreiben. Ich lasse mich da gerne anregen, und dann wollen wir schauen, wie das Ganze enden wird hier in diesem Krieg. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage der Sowjetunion. Ja, natürlich könnte man aus spieldramaturgischen Gründen sagen, okay, ein Krieg gegen die Sowjetunion würde jetzt hier noch das i-Tüpfelchen sein, aber würde man das tatsächlich machen? Ich meine, in der Realität ist es zu einem kalten Krieg gekommen. Und hier ist, würde ich mal behaupten, die Machtbalance noch weiter verschoben in Richtung, in Anführungsstrichen, des Westens, weil die Sowjetunion beim Kampf gegen Deutschland eben nicht bis Deutschland gekommen ist, sondern nur bis Polen. Und das, ja, bringt sie natürlich in eine andere Verhandlungsposition. Und insofern, wenn wir sozusagen Mitteleuropa nach unserem Gutdünken, ich sag mal, aufteilen können, organisieren können, gestalten können, dann hätten wir die Sowjetunion schon stark eingehegt. Also ich tendiere dazu, keinen großen Krieg gegen die Sowjetunion zu starten, sondern eher versuchen, hier die Macht so zu verteilen, so zu organisieren, dass sie eingehegt wird. Und falls dann bis 46 oder so, bis 47, wie lange das Spiel dann auch laufen wird, oder bis 48, falls dann aber irgendwas noch passiert von Seiten der Sowjetunion, dann werden wir natürlich noch agieren. Aber ansonsten eher den Status quo wahren. Das ist so im Moment mein Plan. Das heißt, wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel mit dem Endkampf gegen Japan und möglicherweise, wenn wir erfolgreich sind, mit den Friedensverhandlungen. Also bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.